Benja, übertrieben nicht, wenn ich sage, heute hast du den Cup gewonnen für Luzern. Wie hast du den Match erlebt? Ja, also ich würde dieser Aussage widersprechen. Also klar durfte ich die zwei Goale machen, aber das Defensive ist immer genauso wichtig. Und ja, dass die Null steht, zeigt, glaube ich, dass unsere Abwehr oder die ganze Defensive alles richtig gemacht hat. Aber ja, auf der anderen Seite bin ich sicher mega glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Wie hast du nach so einer langen Saison die Kraft genutzt, um bei diesen Goals so fest nachzusetzen und unbedingt zu gehen? Ich meine, beim zweiten Goal etwa 8 Duell bis deinem Goal gesehen. Ja. Ich sage, es war jetzt sicher ein völlig anderes Spiel als in der Meisterschaft immer. Es ist um etwas wirklich Grosses gegangen und ich glaube, es gibt immer irgendwo noch irgendetwas, das dann einfach nochmal extra motiviert, dass man wirklich alles geben kann. Wie fühlt sich jetzt der Abschied aus der Schweiz an? Ja, er ist natürlich mega, dass wir jetzt so nochmal etwas gewinnen konnten. Und ja, ich bin wirklich mega glücklich, dass wir es geschafft haben mit dieser Mannschaft. Dominik, vor einem halben Jahr hast du mir gesagt, ihr könnt den Cup holen. Wie fühlt sich das an? Ja, ist fantastisch, fantastisch. Ich mag es dem Team gönnen, ich mag es dem Band gönnen. Halbfinale zu null, Finale zu null, bin ich auch nicht so unglücklich. Deine Lea, die heute so wichtig war, jeden Ball, jeden Eckball, 15 insgesamt, hätte sie immer mögen gegenheben. Wie hat sich das angefühlt, das Goalie-Train? Ja, ist fantastisch. Am Anfang haben wir Glück gebraucht und ein paar gute Saves. Vorher haben wir die entscheidenden Goal gemacht und dann ist es auch für einen Goalie ein gutes Gefühl, um den Flow weiterzuziehen mit jeder Aktion. Heute hat es einfach gepasst. Fantastisch. Du hast gesagt, es wird wichtig, einen Titel zu holen. Wie fühlt sich das jetzt in der Tat an? Nein, wie gesagt, es ist lässig. Wir werden feiern. Die Männer haben vorgelegt und die Frauen haben nachgezogen. Genau so muss es laufen. Rahel, das ist, so wie ich gehört habe, im Vorfeld dein letzter Match gesehen hier bei diesem Team und auch wenn nicht, sicher der glücklichste fast in deiner Karriere, oder? Ja, mal. Also es ist sicher, es hat sich niemand, wir sind sicher klar der Underdog gewesen, es hat sicher niemand erwartet, aber Mädels haben so alles reingehauen und es ist natürlich fantastisch, wenn du so kannst gewinnen. Das war eine schwierige Saison für dich, Verletzung und alles. Und dann wird dich der Glenn bei Stand von 1-0 einbringen. Was sind für Emotionen bei dir durchgegangen? Ja, ich bin vor allem einfach dankbar, dass ich rein kann, ich auf den Platz, kann ich dem Team helfen und es war einfach ein schönes Gefühl gewesen. Und kurz bevor du hier musst, macht Svenja das Goal, das sie aus dem Nichts rausreisst. 8-9 Duell gewinnt, dass der beim Goal geht. Und das gibt dir dann plötzlich ganz eine andere Aufgabe. Hast du das, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, jetzt zwei Goal, jetzt muss ich nur noch das machen, was ich gut kann. Ja, ist nachher natürlich dankbar, oder? Du kannst wirklich dich aufs Defensive konzentrieren und es ist dann einfach eben, Svenja lässt ihre Klasse mega spielen und dann ist einfach nur noch schön, kannst als Team zusammenstehen, alles noch reinrühren und das ist geil. Das war am Schluss dann nicht so einfach gewesen, weil Rahel Kivic ist gerade deine direkte Gegnerin viel Bell. Du hast fast kein Duell verloren oder überhaupt keine. Wie sind deine letzten 30 Minuten in diesem Fußball-Zirkus gewesen? Also, es sind nicht meine letzten 30 Minuten gewesen. Ich mache noch eine Saison. Ja, jemand hat gesagt, sind die letzten? Nein, ich mache noch eine Saison, ja. Aber es ist gleich, eben, die letzten 30 Minuten sind mir ewig vorgekommen, natürlich. Gegen Dredge Kivic ist eh schwierig. Sie ist so eine grosse Gegenspielerin und deckt den Ball so sensationell ab. Aber ja, hat Spass gemacht. Also. Du bist jetzt die ganze Reise vom Glenn auch hier dabei gewesen. Was bedeutet das, dass dieser Zyklus jetzt mit diesem Titel aufhört? Ja, das ist unbezahlbar. Also, es ist eigentlich das Traumende. Das, was wir uns nur können wünschen können. Kann man. Ja, in dem Fall, gratuliere nochmal. Danke vielmals, danke für deinen Einsatz. Irina, hier, mitten in deiner Familie. Das letzte Mal in der Schweiz, wahrscheinlich für ein Weile. Wie hat sich dieser Match angefühlt? Surreal, wirklich surreal. Wow, wir haben das im Kopf durchgespielt, hunderte Mal und dann bist du da. Und es ist meine Heimstadt, es ist mein Heimstadion. Es ist das Stadion, wo ich als Kind bei der FCZ feiern kann. Nachher zu hören, wie die Fans so für uns fanen, der Staff hören, die Mitspieler hören. Es ist, wow, es ist noch viel besser gewesen, als wir uns das vorgestellt haben. Es ist auch, noch ein grösserer Kampf gewesen, als wir gedacht haben, aber ja, wir haben es heimgebracht und das ist einfach unglaublich. Gestern habe ich gesagt, du machst noch einen Hattrick. Heute hast du eine andere Rolle angenommen. Die Defensive, hat das manchmal wehgetan, nicht nur den Meter mehr zu gehen, um Goal zu schiessen? Oder ist das irgendwie heute Teil der Aufgabe gewesen? Nein, ich habe von Anfang an gesagt, mir ist so egal, wer Goal schiesst.
Hauptsache, wir holen den Titel. Und ich glaube, es ist Svenja unglaublich. Ich glaube, sie hat nicht die einfachste Saison gehabt, aber ich habe die ganze Saison gewusst, dass genau das hier steckt. Und ich freue mich so für sie, dass sie das heute aufs Feld bringen können. Und dann ist es mir auch keine Sekunde zu schaden, einfach defensiv zu arbeiten, um das heimbringen. Und jetzt der Captain, Frau Pando, Irina. So fest Einsatz gegeben, immer gegangen. Miriam Terschun zum Verzweifeln gebracht. Es hat noch mal alle Kräfte gebraucht, die du gehabt hast, gell? Oh ja. Also ich sage ganz heute 89. Wo ich da noch mal einen Sprint habe, müssen wir auch das ganze Feld haben, während dem Rennen so denken. Nein, er muss abpfeifen, oder sie muss abpfeifen. Ja, wir sind am Limit gelaufen, aber wir haben sie über Zeit gebracht. Ich habe im Live-Kommentar noch gesagt, ich glaube, ich habe dich noch nie gesehen, auf Zeit spielen. Hast du das müssen üben, das Dribble an den Eck fahren. Das hast du einfach sehr gut gemacht. Aber so etwas habe ich noch nie von dir gesehen, oder? Lustigerweise habe ich es gestern im Training auch mal gemacht und gesagt, Frau, es ist gut, ich habe es jetzt geübt, ich bin bereit. Ja, ich mache es nicht viel, ich mache es nicht gern, aber ich glaube, heute war es einfach nötig, weil die haben so viel Druck. Jeder Ball ist so gefährlich geworden, manchmal. Und dann haben wir den Rhythmus brechen und das war das Effektivste. Und den Pokal hast du dürfen lüpfen. Was sind das für Emotionen das letzte Mal in der Schweiz für dich? Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz gefasst, dass es wirklich das letzte Mal war. Und eben, also, ob es wirklich das letzte Mal war, weiß ich nicht. Es war einfach das letzte Mal für die nächsten paar Jahre. Nein, ich kann es noch nicht ganz gefasst. Ich denke, das sagt dann erst ein paar Tage. Nina, wenn es jemanden gibt, dem ich das mag gönnen, dann bist du das. Gratuliere nochmal. Danke, André, danke dir für deinen Einsatz. Glenn, viel müssen wir heute nicht reden. Am Schluss bist du nur noch hingeknüllt und hast meditiert, irgendetwas gesucht. Hey, gratuliere. Danke vielmals, André. Ja, es ist, ich habe gewusst, wenn Zürich das Goal macht und wenn sie in der 90. ist, dann kann es nochmal eng werden. Und irgendwann ist ab der letzten Minute, habe ich gewusst, jetzt sind wir durch. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach, ich kann eigentlich nicht können, irgendwie das Spiel richtig wahrnehmen. Ich bin immer irgendwie voll im Moment drin gewesen und habe jede müssen pushen. Ja, und in der letzten Minute habe ich einfach versucht, nochmal alles reinzuzugen, was da bei dem, ja, das ist einfach der geilste Match, um aufhören. Du hast mir mal gesagt, man muss nicht davon ausgehen, dass man jemals wieder im Cup Viertelfinal steht. Jemals wieder im Cup Halbfinal und schon gar nicht jemals in einem Cup Final. Und der so gut bestreiten wie dein Team, wie fühlt sich das an, bevor wir zum Taktischen kommen? Ja, es ist unbeschreiblich. Ich habe einfach gesagt, ich wollte mir nie müssen Vorwurf machen, dass ich bei dem letzten Spiel nicht alles gemacht habe für die Vorbereitung. Ich habe noch nie für einen Match so viel Zeit investiert. Ich habe gesagt, ich mag die Köpfe von Zürich und das möchte ich nicht persönlich nicht mehr sehen. Ich habe so viele Videos angeschaut von ihnen. Ich habe jede Bewegung fast auswendig könnte, dass es versucht irgendwie im Team ja, zu übergeben, dass sie aber gleich nicht überlatschen. Das war extrem schwierig. Ja. Bist du gleich überrascht gewesen, dass Zürich eigentlich nur mit zwei Mittelfeldspielerinnen gespielt hat, auf die langen Beine lang verzichtet hat und ihr die erste Halbzeit dann dominieren konnte? Ja, wir haben sie praktisch 1-1 zugestellt, sind hoch anlaufen. Wir haben gewusst, wenn wir tief stehen und ihnen den Raum geben, dann laufen wir uns kaputt. Und wir sind im Zentrum praktisch 1-1 getroffen geblieben. Die hängen oft gar keine Anspielstation gehabt. Wenn sie eine hatten, dann war es eigentlich nur die Person, die Druck machen konnte. Und die haben wir dann gleich auch anlaufen können. Und ja, gegen Schluss haben sie natürlich alles aber nach vorne rühren. Und dann ja, sind wir nach der automatisch ein bisschen tiefer. Legende! Ja, Legende schreit Irina Pando, aber heute war jemand anders legendär gewesen. Die Jungs Svenja Fömmli, die du damals in einem Winterspiel einrührst und die schießt zwei Goal. Die hat heute zwei Goal aus dem Nichts rausgerissen. Das ist schon wichtig, um diesen Match zu gewinnen, oder? Ja, ich habe Svenja im Vorfeld gesagt. Gestern Abend habe ich um 13:30 ihr ein WhatsApp geschrieben und gesagt, du wirst heute Matchwinnerin werden, du wirst ein Match entscheiden. Wenn du bereit bist, die Weg zu gehen und vor allem die Situation im Voraus zu erkennen und anzulaufen. Weil sie hat für mich in den letzten Match zu viel nur auf die Pässe reagiert und ich habe gesagt, du musst den Tick schneller sein. Und was sie reingehauen hat, bis sie mit Krämpfen vom Platz tragen mussten, ist überragend. Ich habe im Live-Kommentar mit den Kollegen von Zürich Live gesagt, das ist vielleicht für das Herz von Glenn Meyer, dass er Rahel Graf so früh einbringt und er macht Svenja das Goal, das dann rechtfertigt, dass Rahel kommt. Rahel macht einen riesen Match noch. Kivic hat keinen Boden gesehen mit ihr. Hast du das irgendwie gespürt? Hat der Mond zu dir geredet? Wie bist du zu diesen Ideen gekommen für heute?
Ja, eben. Ich habe, wie gesagt, ich habe so viel Zeit investiert. Ich habe jedes Szenario durchgespielt. Ich habe gewusst, wenn jede Spielerin, wenn sie vom Rot, mit Rot vom Platz geflogen wäre, hätte die eine Lösung gehabt. Ich habe gewusst, was passiert, wenn Zürich in den ersten 15 Minuten in Führung geht. Was passiert, wenn wir das machen. Ja, eben. Ich habe wirklich alles reingehauen in die Vorbereitung. Und es ist schön, ist es aufgegangen. Ich sage, sie hat so viele Corner können schlagen und stehende Bälle. Und da kann immer wieder einer reinfallen. Ich habe gesehen, wenn wir alles reinhauen, dann kannst du das Glück auf deine Seite zwingen. So wie es bei den Männern bei uns in Aarau war, wo der Müller im Stürmer an den Rücken kickt. Das leere Goal offen, der trifft nur den Pfosten. Und ich habe ihnen schon im Training gesagt, so Situationen passieren nur, wenn du alles reingehauen hast. Und dann kommt das Glück auf deine Seite. Wenn du auf 95% läufst, dann geht er rein. Glenn, es ist irgendwie poetisch, es ist das erste Interview in einem Cup-Vorrundenspiel gegen Luzern, das letzte im Cup-Finale. Und du hast den Cup, du nimmst ihn mit heim. Wirst du es vermissen? Und merci für die Emotionen. Ja, eben, ich gehe sicher auch mit Wehmut. Ich habe eine Medaille bekommen. Ich habe gesagt, ich will alles loswerden. Ich muss mal schauen, was ich mit der mache. Danke nochmal für die vielen, vielen Interviews, Glenn. Genieß deine Zeit. Danke dir vielmals, André. Mega geil.